Sehr geehrter Herr Präsident, liebe KollegInnen! Erst vor wenigen Tagen demonstrierten Krankenhausbeschäftigte bundesweit und auch bei mir im Landkreis in Oettingen. Sie sagten deutlich, es reicht, Belastung muss runter, und forderten mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen. Was für eine neue Dimension an Bankrotterklärung für die CSU hier heute in diesem Hause, dass Sie doch tatsächlich sagen, Politik könne nicht mehr für die sozialen Berufe tun, als sie tut. Beispiele von uns Grünen, weil Sie danach gefragt haben, schauen Sie doch mal nach Brandenburg auf den Pakt für die Pflege von Ursula Nonnenmacher oder auf das Sozialbudget in Hessen von Kai Klose. Ich möchte es hier noch mal sagen, soziale Berufe sind immer noch Berufe, die von einem überwältigenden Teil, von einem Großteil von Frauen ausgeführt werden. Über 75% der Beschäftigten sind weiblich. Von der Erzieherin über die Pflegekraft bis hin zur Sozialpädagogin. Diese sozialen Berufe, ja, für die braucht man Herz. Aber man braucht auch verdammt viel Qualifikation. Soziale Berufe sind nicht nur systemrelevant, sie sind komplex und sie sind sehr anspruchsvoll. Es ist alarmierend, dass in den sozialen Berufen ein massiver Fachkräftemangel herrscht. In Berufen, die wir dringend brauchen, gerade jetzt in der Pandemie, aber auch in Zukunft. Wir müssen hier dringend Personal gewinnen. Tatsächlich passiert aber das Gegenteil. Was für ein Skandal. PersonalrätInnen schlagen Alarm. Zitat, die müssen was tun, sonst laufen uns die Leute davon. Wir Grüne, wir nehmen das ernst. Wir müssen endlich die prekären Arbeitsbedingungen in diesem Bereich abbauen. Wir müssen Arbeitsbedingungen schaffen, die nicht nur wertschätzend sind, sondern die ArbeitnehmerInnen nicht so auslasten, dass sie die Ausbildung abbrechen oder nach 10 Jahren Berufstätigkeit hinschmeißen, weil sie physisch und psychisch einfach nicht mehr können. Wir müssen jetzt eine gute Bezahlung sichern. Wir müssen aber auch Geschlechtergerechtigkeit voranbringen. Im Bereich der Care-Arbeit zeigt sich einmal mehr, wie sehr das Bild der kümmernden Frau in vielen Köpfen immer noch ist. Wir müssen endlich dahin kommen, dass Mädchen und Jungen frei entscheiden, wo sie arbeiten. Wir brauchen eine geschlechtergerechte und eine geschlechtersensible Berufsorientierung, um die traditionellen Rollenmuster aufzubrechen und um Geschlechterstereotype abzubauen. Ja, wir müssen versuchen, mehr Männer in die sozialen Berufe zu bekommen. Aber das alleine reicht nicht. Ich werde nicht müde, es zu sagen, auch wenn es die Damen und Herren der Koalitionsfraktionen nicht mehr hören können. Wir müssen endlich die sozialen Berufe aufwerten, die Bezahlung angemessen gestalten, die Arbeitsbedingungen verbessern, den Fachkräftemangel angehen. Klatschen reicht nicht. Die sozialen Berufe in Bayern aufzuwerten, ja, das ist feministische Politik, liebe KollegInnen. Wir Grüne fordern, dass die staatlichen Investitionen in frauendominierten Branchen während und nach der Krise unterstützt werden. Denn es kann nicht sein, dass immer wieder Frauen und die Berufe, die sie ausüben, in der Verteilung von Finanzmitteln und politischer Unterstützung kaum beachtet werden oder schlichtweg ignoriert werden. Oder sie werden nur mit politischen Irrlichtern abgespeist wie einem einmaligen Pflegebonus. So werden wir die strukturellen Benachteiligungen nie los, liebe KollegInnen. Soziale Berufe sind die Eckpfeiler unserer Gesellschaft, von der Kita über die Schule bis ins hohe Alter. Überall sind es die Frauen, die die Gesellschaft am Laufen halten, die dafür sorgen, dass wir die Krise so gut wie möglich überstehen, die sich um uns kümmern, wenn wir alt sind, wenn wir krank sind, und die unsere Kinder betreuen und sie bilden. Liebe KollegInnen, wir Grüne, wir werden auch in Zukunft mit vielen parlamentarischen Initiativen versuchen, die Situation der vielen, vielen Frauen und aller anderen Beschäftigten in den sozialen Berufen zu verbessern. Wir werden nicht locker lassen und denjenigen Gehör verschaffen, die sich gerade in dieser Pandemie für uns abrackern. Sie sind es, denen mehr als Dank gebührt, eine gerechte Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und eine echte Zukunft für die sozialen Berufe. Vielen Dank.
Dankeschön, Frau Kollegin.